Dadurch, dass ich mich bestätige in dem, was wir hier lernen und in dem, dass ich das so gut verknüpfen kann mit dem, was ich schon habe und auch bei Daniel in Berlin gelernt habe, ist das für mich sozusagen so ein großer Schritt in die Zukunft. Also mein Name ist Gabriele Pöth, ich bin verheiratet, habe 4 Kinder, 2 Enkel und habe den Kinder- und Jugendcoach gemacht in Berlin und arbeite seit über 8 Jahren, fast 9 Jahre freiberuflich als ambulante Familienhelferin und sehe das als gute Tools für meine Arbeit, dass sie sich erleichtert. Und dann war der logische Schlussfolgerung, Potenzialtrainer auch noch zu machen, dass ich dann mit Gruppen auch arbeiten kann. Also speziell das nochmal auf Gruppen zugeschnitten, dann spezielle Fragetechniken, Kommunikationstraining, Akquise-Technik war ja mit dabei, dann dieses, wie gehe ich auf Eltern drauf ein, die jetzt skeptisch sind, wie baue ich Puffer ein, also das war für mich so dieses Know-how, noch diese Pufferzone, also das war wirklich, so habe ich ja ganz viel schon, was ich auch schon weiß und anwende und auch aus den Büchern und so, aber diese Pufferzone, die war für mich besonders wichtig. Also über Daniel, der ist schon ein Stückchen, ganz 100.000 Anführungsstriche, Stückchen verrückt. Also positiv besetzt, ganz doll positiv besetzt, ein Stückchen verrückt und kindlich und das entspricht auch meinem Naturell. Ich bin auch gern albern und kindlich und spielerisch und spiele so mein Milieu, wo ich mit den Familien unterwegs bin und wo ich ganz super Zugänge finde und wo ich auch Beziehungsarbeit und so mache. Und da kommt er mit mir, also ich mit ihm und er mit mir gut in Beziehung. Also wir sind ja auch in dieser großen Gruppe hier, ne? Also im Kinder- und Jugendcoach waren ja kleine Gruppen, also kleine und hier große, aber diese spielerische, das zieht mich mal schon. Das ist so meins.